Moin Moin und willkommen zu einer neuen Runde U-Boot. Heute spielen wir wieder den Beta-Patch B128 weiter. Wir hatten ja letztens die eine Mission noch erfolgreich beendet und müssen heute den Hafen von Portsmouth einfahren. Ich hatte auch, glaube ich, schon das Schiff soweit vorbereitet. Ich wollte heute tatsächlich auch noch mal kurz mal an diesen Mannschaftsdienstplan hineinschauen. Damit habe ich mich eigentlich noch nie beschäftigt. Und da wollte ich einmal kurz mal luschern. Ich glaube, das war. Kapitän, das kann deine neue Crew sein. Auf jeden Fall ist es ein bisschen leise hier. Ich muss auch kurz mal. Mal kurz hier rein in den Einstellungen. Oh ja, das ist ein bisschen leise. So. Besatzungsmitglieder. So, da habe ich 18 voll. Dienstzeiten. Da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Alles klar, die Frühschicht. Da ihre Schicht, die hat da ihre Schicht, das ist die Nachtschicht, okay. Jetzt kriege ich tatsächlich, achso, mit einschalten, mein Offizier, wann die wach sind, wann die ins Bett geht, okay. Noch die Dienstpläne von dem, was auch immer das bedeutet. Eine höhere Priorität bedeutet höhere Priorität für den Dienst und die Aufgabe. Ah, okay, alles. Klar, dann mache ich das mal hier weg. Tatsächlich, der Funke hat seine Priorität. Genau dort. Der Torpedo will die natürlich. Torpedos heiß machen. Das braucht. Das ist Reparatur, ne? Ersatzteil herstellen. Braucht er nicht. Kann ich auf Null machen. Reparatur, na klar. Und den Motor zu warten. So, der zweite Wachhabe macht natürlich das, das. Karten spielen. Ich glaube, so kann man das eigentlich ganz gut lassen. Das sind Dienstzeiten, okay. Da habe ich noch nicht mit. Freiwache Dienst, okay. Jede Aufgabe. So, was bedeutet das? Gut, das ist das, dass die Leute dauerhaft zugewiesen sind, scheinbar, ne? Das ist die verfügbaren Leute pro Schichteinheit. Und das zum Beispiel, er braucht immer zwei, er braucht auch mal zwei. Das weiß ich gar nicht, jetzt wäre hier der. Warte mal. Der Light Injury ist Hermann. Man braucht immer zwei. Okay. Und das war's denn, ne? Er kriegt aber noch einen hinzu. Und er bei Bedarf. Alles klar. Dann lassen wir es mal so. Mission hatten wir angenommen. Schauen wir uns mal ins Innere des Schiffes mal um. Da haben wir mal den Käse rüber. Was haben wir? Herr Kaloy? Herr Kaloy? Der kriegt nochmal Ersatzteile, der Jung. Ersatzteile müssten hier sein. Jawohl. Jo. Dann haben wir das auch. Kapitän. So, der braucht den Erste-Hilfe-Koffer. Jawohl. Jawohl. Herr Kaloy? Der? Achso, genau. Ich wollte das jetzt so. Da muss das ja in die Zentrale, hatte ich mal gelesen. Zentrale soll das alles. Klappt das ja so? Ach, guck mal, tatsächlich. Die Bengel, die ihnen da zugefügt sind, die tragen das Wasser jetzt dorthin.
Albert Vogel. Und kippt den Kram einfach immer dahin. Zack, weil er es kann. Ach, guck mal. Allen Abteilen. Da ist wieder das hier ein bisschen mehr. Jetzt so, Befehl. Pumpen wir das mal raus. Mal gucken, ob wir es denn komplett rausbekommen. Der hat gedacht, du. Ist ja wieder was dazugelernt. Okay, so, jetzt wollen wir schauen. Torpedos. Sind die schon voll hier, die Jungs? Ja, oh, der wird noch ein bisschen kurz mal. Was brauchst du, Herr Kaloy? Den Kollegen nochmal alles auf. Schau mal. Füllen. So. Davon haben wir einen. So viel reparieren kann ich gar nicht. Lebensmittel, Käse füllen wir mal auf. Ach, das sind wir schon voll. Gut, so viel geben wir eh nie aus. Aber wir werden tatsächlich. Lack ist auch gut. Hier nochmal voll machen. Krab, das haben wir alles. Jo, das sieht gut aus. Den nehmen wir weg. Dann nehmen wir lieber einen Schluck Kaffee mit rein. Blöden Helm. So, das sieht gut aus. Jetzt wollen wir hier nochmal kurz logieren. Ich glaube, da habe ich schon tatsächlich alles. Ah ne, hier guck mal. Ja, den habe ich schon drin, alles klar. Klo war ich nicht. Ne, hier war auch nichts mehr. Ich meine, ich hatte doch letztens irgendetwas. Das ist der Turm. Wir sind schon so lange auf See. Ich halte es nicht mehr aus. Ja, ich halte es auch nicht mehr aus. Ich halte schon lange nicht mehr aus. So, zack. Diese Routine bringt mich um. Nee, tatsächlich hatten wir alles schon durch. Okay. Dann verladen wir nochmal für 2 Tage und dann stechen wir auch in See schon. Ich meine, ich habe auch alles. Urlaub haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Das haben wir mal. Urlaub. Schau nochmal. Bin mir ziemlich sicher. Oh, doch noch nicht. Gute Arbeit. Nehmen wir den hier. Dann sollte auch der Kommandoturm gleich fähig sein. Ja, sehr schön. Dann können wir den Kommandoturm auch gleich. Fertig bauen und dann schauen wir mal, was wir nochmal schnelles machen. Den Snorchel. 24 Tage, aber das ist denn so. Der Schnorchel ist Gold wert. Was ist hier? Kann man gleich den Kram hier einbauen. Und zwar den, genau. Da haben wir ein bisschen mehr Feuerpower, wenn uns die Flugzeuge wieder angreifen. Die greifen jetzt ja seit dem neuen Patch auch mal gerne in 2er- und 3er-Gruppen an. So. Wir zeigen hier. Okay. Okay, jo, dann hätten wir alles. Dann werden wir tatsächlich jetzt in den See stechen. Mit diesem neuen Pfadfinder-System. Einfach den Kurs eingeben, das ist genial. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Der navigiert einen gleich dorthin, wo man hin möchte. Kurs setzen. So, wir wollen ja. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So. Legen Sie den Kurs an! Dann hoppen wir uns mal darüber so an. Das ist, glaube ich, ein bisschen sicherer. Legen Sie den Kurs an! So. Ist klar. Schneller, schneller! Und dann stechen wir mal in hohe See jetzt hier, ne?
Jo, wo müssen wir heute hin? Da oben, Portsmouth. Das kriegen wir hin. Das Lustige ist jetzt, ich wusste gar nicht, ob es damals schon war. Wenn man jetzt mal hier hingeht, so in dem Bereich, wo allgemein, wo es fängt schippern, sieht man immer die allgemeine Wassertiefe jetzt hier. Tatsächlich, finde ich jetzt mal hier mal luschere, zu dem Bereich sind wir tatsächlich bei 147 Meter. Hier sogar bei 200 war es irgendwo. Und hier vorne bei 32 Meter. Und dort, wo wir jetzt rumtuckern, sind wir bei 14 Meter. So, genau. Wollen wir mal gucken, wie das Pfadfinder-System hier funktioniert. Er sollte mich ja jetzt einfach mal ganz elegant, das haben die Entwickler ja gut eingebaut, hier einmal rumführen, ohne dass ich gegen die Keimauer ballere. Da bin ich mal gespannt. Cool ist das auch, wie lange es jetzt dauert, bis wir über dem Ziel sind. 515 Meter. Cool, das klappt ja schon mal ganz gut. Hier sieht man jetzt auch mal einen neuen Kommandoturm. Den beiden MGs zu beiden Seiten. Zusätzlich noch zu dem hier. Und ich glaube, die nächste Ausbaustufe ist tatsächlich die Doppelte oder die Vierer. Cool, wenn man nochmal die Pack irgendwie nochmal modifizieren könnte in späterem Verlauf. Soweit sind die Jungs noch nicht. Ich hätte sonst auch immer in der normalen Vision, in der 127er, hatte ich immer, die hätten den Realistic Dieselmotor auch, aber der ist noch nicht upgradet auf den aktuellen Patch hier, den Beta-Patch, und da habe ich es mal nachgelassen, um den einen oder anderen Absturz vielleicht zu verhindern. Also ich habe jetzt zwar zwei Mods drinne, die einen haben, glaube ich, noch aktiv gerade heute. Die zwei, genau, den Sound-Mod habe ich drin. Dadurch, dass der Beta-Patch noch ein bisschen buggy ist bei der 8.8er. Der berichtet irgendwo bei jedem fünften oder vierten, fünften Schuss, wirkt er irgendwie so den einen Schuss ein bisschen ab. Das hört sich unschön an. Da habe ich das mal genau mal gucken, ob das zu Problemen aufruft. Und dann habe ich irgendwas anderes, so eine Art Grinding-System. Ich weiß nicht, was genau das ist. Ich habe ihn einfach mal raufgehauen. Vorhin hatte ich noch einen anderen Patch gehabt, mit der ganz viele Häfen hier ansiedelt. Also weltweit tatsächlich, auch hier in dem Bereich. Großes Problem ist, wie ihr hier seht, von Deutschland besetzt. Und die Häfen wären aber in dem Mod feindlich gewesen. Ich habe es tatsächlich mir den Spaß gemacht, mal bin reingefahren. Hier oben irgendwo war einer. Man kann reinfahren. Die Häfen sehen aus wie fast jeder zweite, also die meisten sind sehr standardmäßig aufgebaut, aber ohne Schiffe und ohne Bewaffnung etc. Es gibt dann noch einen zusätzlichen Mod dazu, der dazugehört, der ist aber noch nicht geupdatet. Der hat dann tatsächlich auch Schifffahrtsverkehr mit drin. Und den werde ich mal schauen, den habe ich auf der Agenda. Sollte der geupgradet werden, werde ich ihn tatsächlich mal einbauen im nächsten Stream und dann schauen wir mal, wie das alles funktioniert. So, und schauen wir mal, wie weit sind wir hier. Ja, das sieht gut aus. Dann werden wir die Sache mal beschleunigen. Und der gute Kollege kann mal an die Karte hier. Herr Kaloy. So, da kann man ein weniger nehmen hier. Der ist wichtig hier. Und nicht der hier, der hat viel zu viel. So, kann ich den Dieselkompressor nochmal laufen lassen. Ja, also ich bin tatsächlich mal gespannt im späteren Spielverlauf, wie sehr sich die Karte nachher verändert, die interaktive Karte. Da bin ich tatsächlich gespannt, wenn das nachher zum Beispiel wegfällt hier. Norwegen, gut, war ja lange, aber gerade der Bereich hier.
gib Gas jetzt hier. Wir wollen ins Einsatzgebiet. Also ich sehe, sind wir gleich im Einsatzgebiet. Nochmal abspeichern hier. So, der kann sich mal kurz hinlegen. Wie spät haben wir das denn? Ah, okay. 8. So, siehst du, dann sind wir ja schon fast im Einsatzgebiet. Der kann so lange mal den Diesel übernehmen, solange die Jungs pennen hier. Jetzt sind wir schon gleich im Einsatzgebiet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wurzdeuke, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dankeschön. Mr. Zock, moin moin. Willkommen. Ja, ich habe deine Nachricht auf YouTube gesehen. Die war ja sehr kurz gehalten. Britische Küste. Lange nicht gesehen und trotzdem wiedererkannt, ne? So, dann machen wir mal Lutschen hier. Ja, Mr. Zock, ich habe gerade gesagt, jetzt man sieht, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, ist mir gerade vorhin so aufgefallen, dass man jetzt hier die, die Wassertiefe hier oben sieht. Wenn man da rauf geht. Hier minus 17, 18, gut, hier wird es immer weniger. Das ist mir vorher nie so aufgefallen. Ja, was war das für ein kurzer Spruch auf YouTube? Hast du da versehentlich auf Senden gedrückt oder war das so beabsichtigt? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Das war schon immer so mit der Tiefe hier, dass er mir anzeigt, wie tief das Wasser hier ist. Guck mal, hier ist er zum Beispiel 134 Meter hoch. So. Der kann halt gleich mal wieder am Kartentisch. Der kann sich mal einen Schluck Kaffee holen. Kapitän, komm. Zu Befehl. Ich brauche jetzt einen fetten Mann hier. Jawohl. Zu Befehl. So, und der geht. Na, der soll eigentlich an die Torpedos. Bestätigt. Alles klar. So, dann wollen wir mal schauen, was hier im Hafen ist. Ich weiß gar nicht, ob der Hafen von Portsmouth irgendwelche Beteiligungsmaßnahmen hat. Das weiß ich gar nicht. Also ich habe heute mal, muss ich sagen, Mr. Zock, ich habe zwei Mods drauf. Einmal den Realistic Sound und Kriegsmarine Grinding etc. Ich wollte es mal ausprobieren, wie sich das mit dem mit dem Beta-Patch hier verhält, bevor ich noch mehr drauf
Hat keine Bomben, okay. Bevor ich jetzt hier noch mehr raufknall. Weil der eine oder andere Patch ist angeblich schon, also hier im Workshop Mod ist schon geupgradet auf 128, aber halt noch nicht alle. Bevor ich mir hier zu viel hier raufknall und das nur noch ruckelt und stuckelt nachher, wollte ich das mal alles mal austesten. 100%, ich bin nicht damit überzeugt bis jetzt. So, dann schauen wir nochmal. Legen Sie den Kurs an! Jawohl! Ich habe jetzt auch nochmal den Turm ausgebaut hier. Zur nächsten Stufe. Dann wollen wir nochmal luschen hier gleich. Ich glaube, ich muss mal gleich hier langsamer. Da schlägt ja noch kein Alarm hier, ne? Auf Seerohrtiefe gehen. So, mal luschen hier. Wechseln auf E-Motor. Koordinaten setzen. Alarm! Auf Gefechtsstation! Zu Befehl! Dann schauen wir doch mal. Ja, tatsächlich sind wir hier, wo ich jetzt bin, bei 15 Meter Tiefe. Und haben ungefähr, sag ich jetzt mal, laut Augenmaß würde ich sagen, knapp noch 1 Meter, 2 Meter, wenn man das so mit dem Verhältnis vergleichen würde. Beste. Dann fahren wir hier schön in den Hafen rein. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Feindliche Flugzeuge auf. 1 Uhr. Das war ja klar. Also die Flugzeuge sind ja mit dem neuen Patch, muss ich sagen, viel aktiver als vorher. So, jetzt muss ich tatsächlich mal den mal anluschen hier. Ist gerade noch so ein Dicker hier. Der fliegt natürlich genau über meinen Deuce-Kopf hier. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Würde der mich von oben sehen? Ich würde sagen, man sieht jemanden. Ich einfach mal ab nochmal. So, wollen wir mal luschen hier, komm. Na, guck mal. Feindlicher Zerstörer auf. Ja, genau, den will ich ja haben, den Zerstörer. Also, du kannst gleich mal kurz den die Torpedo schon mal heiß machen und er kann die einfach nochmal funken. Dann schauen wir mal, was wir jetzt den Zerstörer wieder haben hier. Ah ja. Was ist das denn hier für ein Ding? Das sieht aus wie so eine Rampe hier, aber das ist ja... Das ist eins von den neuen Modellen? Gegen die Ansicht. Ist das eins von den neuen Modellen hier? Ja.
Neuer, ne? Ja. So. Den können wir auch schon mal gleich. Wobei, ich werde das tatsächlich heute mal anders machen. So, warte mal. Ich werde das mal selber machen. Der hat Torpedos? Kann der denn Torpedos haben? Guck mal, das ist aber schon wieder Bucky hier. Guck mal. Ja gut, man darf nicht vergessen, ist der Beta-Patch, ne? Die Jungs sind noch ein bisschen buggy, okay, aber das kriegen wir gleich hin. Wenn ich dann hier gleich auf Kurs genau bin. Welche Ansicht möchtest du haben? Auf die Ansicht gehen. Ich werde jetzt mal mit den Kollegen hier. Das zerstört es. Ja, gehe ich gleich rauf. Sekunde. Ich will das ja mal nochmal mit Hand heute nochmal versuchen. So, stopp. So, der macht die Tiefenruder. Der kriegt hier nochmal einen hinzugefügt. Alles klar. Das habe ich. Das habe ich. Achso, entschuldige. Das in der Mitte sind Torpedos. Tatsächlich, jetzt sehe ich das, ja. Hier sieht man das ziemlich gut. Acht Stück. Wo ist denn hier der Torpedowerfer? Wo haut er die Torpedos heraus? Das ist immer die Frage hier. Wo haut der hier die Torpedos raum? Ja, ich kann ja nicht näher ranzoomen. Ich bin hier schon mein Zoomrad am Ende. Wobei, ich kann das noch anders machen. Warte mal. Kann ich das hier nicht so machen? So kann ich das mal machen. Genau. So kann ich nochmal besser ranzoomen. Und hier oben. Hier sieht man das mal ganz gut jetzt. Das sind denn tatsächlich hier die Torpedos, die der neue Zerstörer hat. Das ist ja lustig. Gut, tatsächlich versuche ich jetzt heute mal mein Glück hier wieder. Zack. Was ist das denn hier für ein Pfosten hier? Das ist der kleine. Werden geworfen, okay. Jetzt habe ich tatsächlich hier irgendetwas von meinem Schiff. Was ist das denn hier? Was blockiert mich denn hier? Ist das der Mast von ihm hier? Dann werde ich die mal runterfahren. Und dann schaue ich mal, ob das dann... Ah, siehst du, tatsächlich. Aber das ist er doch nicht, oder? Ist das tatsächlich das Schiff hier? Der Zerstörer sah doch anders aus, oder? Das ist das Ding, aber das sieht man irgendwie ganz schlecht. Das müsste es sein. Aber wenn ich jetzt da raufgehe, ja, sieht man es tatsächlich ganz schlecht. Und ich habe schon die größte Stufe. Das ist ja doof. Gut, Hansen, ich wünsche dir was. Moin! Schön, dass du eingeschaltet hast. So, jetzt muss ich tatsächlich mal schauen. Finde ich den hier auch schon in der Klasse? Ist doch die Klasse hier, ne? So. Habe ich noch eine andere Möglichkeit hier? Das, ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Ah, hier ist es. Aber scheinbar ist das noch ein bisschen...
fehlerhaft alles, oder? Oder ist doch, jetzt erkenne ich ihn so ein bisschen. So, alles klar. Ich versuche das jetzt einfach mal ein Glück. Das ist er. Den haben wir drin. So, wie war es jetzt? Nutzen Sie Kuhn, um das Geisterbild. Alles klar. Und dann, der höchste Mast muss... Oh Gott, das sehe ich jetzt. Jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. Da ist es. Der höchste Mast muss... da sein. Ah, da. Alles klar. Ich muss ihn erstmal einrasten, ne? Ich Dussel. Genau, dann muss ich hier bestätigen. Das haben wir. Nein, kam tatsächlich nichts Neues. Ich hatte heute jetzt nochmal irgendwie den Mod nochmal raufgemacht für besseren Sound mit der 8.8er und bei Torpedos. Und irgendein Kriegsmarine Grind Mod. Ich weiß aber nicht genau, was der macht, aber der war mit 128 genau, verfügbar. So, das hatte ich gehabt. Geschwindigkeit. Ja. Das ist aber, den mache ich auf 0. Dann habe ich das, glaube ich, alles, ne, richtig eingestellt. Hoffe ich doch. Das ist eigentlich Banane. Ich versuche jetzt mal mein Glück. Alles gut, Mr. Zock. Kein Stress. Kein Stress. Ich versuche jetzt mal mein Glück mit dem Torpedo. Rohr 1! Bewässern! Mal juten, wo das Ding hingeht jetzt hier. Ja genau, es gab ein, zwei Downloads die Woche. Ich habe aber jetzt auch nicht bemerkt... Los! ...was sich da geändert haben könnte. Also ich habe letztens gesagt, man hat jetzt hier die Wassertiefe, aber das hatte man tatsächlich vorher schon. Also wenn man jetzt hier oben geht, wo meine Maus ist, zeigt er hier ja 35... 14 Meter und sowas. Aber Mr. Zock meint, das war vorher schon. Alles klar, Mr. Zock. Kein Problem. Ich lade das Ding wieder auf YouTube hoch. Kannst ja wieder anschauen. Und dann kannst du ja berichten. Dir noch einen schönen Abend, Mr. Zock. Ja, Nutansen. Hat sich tatsächlich nichts Neues getan für mich, muss ich sagen. Also auf jeden Fall nichts, was ich jetzt so aktiv mitbekomme. Ich weiß auch nur, dass ich jetzt hier mal ganz kurz meinen Ventilator schon mal anmachen sollte. Rohr 1 geladen. Und dann schauen wir tatsächlich, der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Wo der Torpedo gleich... Bis Torpedo einschlag. Ich mache aber, glaube ich, die Ansicht. Das ist eins von den neuen Modellen, hat mir Mr. Zock gerade gesagt. Hier sieht man die Torpedos auch. Der werft die Torpedos irgendwie, wie auch immer das funktioniert. So, dann schauen wir mal, ob wir einen Treffer landen hier. 20 Sekunden. Ich glaube, ich nehme mal die Ansicht hier. So. Ja, vielleicht gleich den Torpedo hier anzischen. Da kommt der. Schwere Schäden am Rumpf. Schwere Schäden am Rumpf. Oh. Was war das? Oh. 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 Der oh, guck mal, ist das neu? Eieiei, da muss ich gleich einen hinterher setzen. Komm. Rohr 1 bewässern. Wie denn schießt der denn auf mich? Rohr 1 bewässert. Macht dir nichts, trotzdem schön zu sehen, dass die, das was, ja, die tun, aber das sieht schön aus jetzt hier, sonst hatte man ja ganz oft, wenn er getroffen worden ist, dass er immer 5 Meter vom Kai ab, oder 20 Meter vom Kai ab rutscht. Was das jetzt eben gerade war, weiß ich nicht, aber die Geschütztürme sind tatsächlich zu meiner Seite ausgerichtet und ich kann mir vorstellen, dass er tatsächlich erstmal eine Doublette abgegeben hat. Kann aber auch sein, dass es eins von den Mods ist, die ich drauf gespielt habe. Weiß ich jetzt nicht. So, wir schauen erstmal sicher mal, wo der Torpedo bleibt. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. 30 Sekunden.
20 Sekunden. Aber es trotzdem, also ich finde es realistisch so, dass das Ding jetzt hier gerade auf Halbmast liegt. Guck mal, jetzt fällt schon das erste Ding da runter. So, dann muss auch gleich irgendwo der Torpedo hoffentlich bald hier ankommen. Ja, wo bist du denn? Da ist er. Oh. Schwere Schäden am Rumpf. Oh gut, das hätten wir auch anders machen können. Ja gut, wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Beta-Patch. Jetzt ist das Ding unter Wasser. Ah, jetzt driftet er auch ab. Jetzt kommt er hoch. Okay. Rohr 1 geladen. Aber das Ding ist noch nicht gesunken. Jetzt richtet sich das hier auf. Das ist komisch. Jetzt driftet er aber auch, Mensch. Und ich habe das alles zu früh gelobt. Guck mal, jetzt steht das wieder. Irgendwas dampft hier auch. Gut, dann kriegt er jetzt noch einen zum Abschied hier. Komm. Ja gut, ich bin auch nicht so böse jetzt, dass es nicht so klappt. Ist uns ja auch alles, denke ich mal, bewusst, dass es alles noch Beta ist, letztendlich. So, da kommen wir. Komm mal ran mit einem Torpedo hier. Und dann sollte er gut auch gleich weg sein hier. 20 Sekunden. Ah, das finde ich cool. Das würde ich tatsächlich, da kommt der. Das würde ich tatsächlich gerne mal in Aktion sehen, falls sie irgendwann nachher so weit sind, dass man dann tatsächlich irgendwo reinrutschen kann, wenn. Der geht nicht kaputt. Das gibt's doch nicht. Komm, jetzt reicht mir das. Kriegst du noch einen rein hier, mein Freund. Den ziehen wir mal ein bisschen höher, von der Tiefe. Was soll ich sagen? Genau, ich würde es tatsächlich sehr interessant irgendwann mal finden, wenn das nachher so weit ist, das Spiel, dass zum Beispiel man irgendwo hintrifft, wo dann, sag ich mal, zwei Verbände gegeneinander kämpfen, also ja, Deutsche gegen Briten zum Beispiel oder gegen russische Schiffe und du kommst dann mitten in diesen Kampf hinein und dann, wenn die Schiffe dann tatsächlich mit ihren Fähigkeiten in Aktion sind, dass hier zum Beispiel die Torpedos auszischen etc., ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial drin. Jetzt schauen wir mal, dass ich endlich diesen. Da kommt ja schon so ein Schnellboot. Ich ahne nichts Gutes. 30 Sekunden. Jetzt leuchtet doch irgendwas. Was ist das denn? Was ist das für Vögel? Sekunden bis Einschlag. 10 Sekunden, dann kommen wir auch gleich. Da ist er. Es ist ja wirklich. Also ich glaube, vom Sound her ist das alles ein bisschen anders. Ich habe ja so einen Soundmod dran. Die Torpedos hören sich schon ein bisschen anders an. Nun geht das Ding auch tatsächlich endlich unter. Hat genug Torpedos gefressen. Und jetzt driftet das tatsächlich an den Kai zurück. Das ist ja abenteuerlich. Warte jetzt. Aber er geht nicht unter. Das Ding geht nicht unter. Das ist ja abenteuerlich. Da haben wir schon 5 Torpedos reingedrückt. Jetzt geht er da wieder hin. Jetzt geht er ganz anders hin. Torpedo, Torpedo, ausrichten. Komm, der kriegt jetzt einen zum Schluss und dann muss das Ding auch tatsächlich sinken. Aber sonst habe ich bald keine Torpedos mehr. Meine Mission hier. Aber ich werde tatsächlich auch gleich mal das nächste Schiff aufs Korn nehmen. Und dann schauen wir mal. So. Mein Freund. Das ist das Ding. Und dann schauen wir mal. Dann nehmen wir den Kleinen hier, den Level. Ja, guck mal, der steht auch ganz gut da. So. Eingerastet. Die an sich hier, das ist besser. So, was hätten wir denn hier? Was ist auch so eine kleine Korvette? Was ist das hier? Blauer Glas? Nein. Das ist doch das Ding, ne?
Diese Elisils. Doch, muss das sein, alles klar. Irgendwie. Achso. So, jetzt ist er eingerastet, alles klar. So, jetzt muss ich nochmal. Dude. Rohr 2 beladen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Bestätigt, alles klar. Dann muss ich das Ding jetzt halt tatsächlich machen. Den höchsten Mast. Ist klar, das müsste hier sein ungefähr. That. Das haben wir. So, jetzt geht's hier weiter. Das haben wir. Das haben wir. So. Dann machen wir eine Null hin. Manuell. 40 Sekunden bis so. Torpedo-Einschlag. Aber das stimmt noch nicht hier. Okay, das passt. Rohr 3. Dann schauen wir mal, ob das manuell so passt. Also bei stehenden Schiffen geht es meistens ganz gut. 20 Sekunden. Na komm, schnell. Den anderen sehen. Los! Wir den hier nochmal sehen, ob ich treffe oder nicht. 10 Sekunden bis Einschlag. Kaputt. Endlich. 5 Torpedos. Ja, tatsächlich. Ach, guck mal, hier gibt es richtig viel Fischkonserven drauf. Mensch. 13, 14. Gut, das Ding haben wir tatsächlich versenkt. Es dampft immer noch. Warum auch immer. Der Kollege sucht mich auch ganz aufgeregt. Oh, ja, wo will der denn hin? Ja, da habe ich keine Chance. Er lässt gleich die Wasserbomben von oben runter. Und dann hat er mich. Das ist ja abenteuerlich. Das ist ja abenteuerlich. Oh Gott. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein. Der schießt auf mich. Das hört sich aber, glaube ich, besser an, ne? Wenn die jetzt schießen. Man hört tatsächlich, wie er nachgeht. Hört mal. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Hört man das, wie er nachgeht? Ach, jetzt ist er schlafen, der Seppel. Warte mal. So, jetzt gehen wir wieder rauf, weil wir wollen ja auch sehen. Na komm, schneller, mein Freund. Er lässt sich Zeit, definitiv. Ja, schneller, schneller, schneller. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Genau. 30 Sekunden. Den haben wir ja hier drin, den Kollegen. Sekunden. 20 Sekunden, dann sehen wir schon langsam den Torpedo. Da kommt er. Da kommt unser Freund. So. 10 Sekunden bis Einschlag. Okay. Ja, nur tanzen. Das hört sich, die Torpedos hören sich anders an als sonst, oder? Ja, ich hasse das. Also, das ist... Ich hoffe, das kriegen sie irgendwann hin, dass dieses Ab driften und dann wieder randriften und... Na gut, den haben wir auf jeden Fall. Die Mission ist tatsächlich schon fertig. Jetzt schauen wir uns noch mal unser Luftschiff hier an. Ja, abenteuerlich. Okay. Na gut, Beta ist Beta. Die will ich noch mal anschauen. Ach, jetzt zeigt er mir nicht an. Okay. Aber ein Schiff möchte ich gerne noch tatsächlich mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. So, das Ding haben wir hier versenkt. Irgendwo war hier noch eine. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir Mods reinlade,
dass das Spiel mehr laggt. Ich hatte am Anfang auch ganz viele Mods drin. Und das ist mir das Spiel tatsächlich. Genau, da ist auch der eine Zerstörende. Aber da werde ich jetzt nicht hineinfahren. Genau, und das Geschütz hat ab und zu auf mich raufgeschossen hier. Guck mal, da ist noch eine. Schau mal eine an. So, und da hinten links war auch noch eine. Und den holen wir uns jetzt. Das ist doch bestimmt. Das ist eine Flower Class. Das ist eine Flower Class, oder? Das andere habe ich eine Idee. Das ist. Doch. Die Nelson ist das nicht. Das wäre der Hammer. Wenn die Nelson im Hafen wäre. Nee, das ist die nicht. Die hat hier vorne diesen. Das muss diese Flache sein. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding, was ich suche? Mensch. Feindliche Flugzeuge auf. Oh, ich habe sie. 1 Uhr. Ich zeig jetzt einfach mal, das ist die. Das ist nicht die Flower Class. Ist einer von den Zuschauern aktiv jetzt hier gerade, der mir zuschaut und mir sagen kann, das ist aber nicht die. Das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Das ist eigentlich, glaube ich, Banane, was ich nehme. Country Class. Welches Schiff ist das denn hier? Sag mal, bin ich doof, oder? Das ist das, das ist. Ach, guck mal, die Kirchhoff Class. Ach. Das war ein Ding, den kenne ich auch noch nicht. Doch, den kenne ich. Ne, gut, ich sag einfach mal, es ist auf blauen Dunst der hier. Die Flower Class, alles klar. Ich muss einfach mal so rein. Ob es nun richtig ist, weiß ich nicht. So. Den haben wir. Da machen wir 0 rein, weil der ja steht. Dann soll das passen. Rohr 2 bewässern! Aber es leckt. Also tatsächlich, ich merke, seitdem ich hier die Mods drin habe, leckt es. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Rohr 2 geladen. 40 Sekunden bis Ziel Torpedo einschlägt. Ach, ihn habe ich als Ziel gewählt hier. Doch, ist Flower Class, siehst du. Also ich will mich tatsächlich auch gleich aus dem Hafen herausziehen. Und mal auf offener See versuchen, noch das eine oder andere Schiff noch mal mitzunehmen gleich. 10 Sekunden bis Einschlag. Das ist der ganze Bug abgerissen hier. Schupp. Der ist weg. So, der Kollege kann mal kurz hier funken. Zu Befehl. Dann will ich nochmal kurz luscheln, wie viele Torpedos wir hier noch haben. 5. Und hinten haben wir auch noch 2. 5. 7. Okay. 7 können wir noch ein bisschen was anfangen. Oder kriege ich hier noch einen rein? Ist das tatsächlich der denn hier? Das gibt's doch nicht, ey. Das ist auch ein böser, böser Fehler, du. Mann, Mann, Mann. Ich würde tatsächlich nochmal versuchen, den hier nochmal anzulöschen. Komm, was soll's. Der eine hinten trifft mich eh nicht. Irgendwo war noch eins hier. Genau, jetzt wissen wir, was das ist. Jetzt wissen wir, was das ist, die Flower Class. So.
So, Z. Ja, es ist ganz gut, wenn die Schiffe stehen, einfach nur einmal anklicken. Er sagt ja 224 Kilometer, irgendwas anderes. Wenn die Schiffe stehen, sie nicht bewegen, einfach manuell eingeben, 0. Und dann kriegt man die Dinge auch hier. So, und hier kann man noch ein bisschen justieren. Wenn er im grünen Bereich ist, dann passt das meistens immer. So, dann kriegt er mit T2 reingedrückt. Dann hoffe ich, dass das auch passt. Rohr 2 fertig. Los! So. Da Ted wieder. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Rohr 2 geladen. 20 Sekunden. Sollte passen, ne? 10 Sekunden bis Einschlag. Jo, da kommt er. Auch die halbe Nase weggerissen hier. Wow. Und was ich mir noch wünsche, tatsächlich für das Spiel, wenn sie das irgendwann mal weiterentwickeln, dass die Schiffe aggressiver werden. Also das ist, wenn ich zum Beispiel jetzt in den Hafen ein Schiff versenke, dass sie gleich alle auslaufen und mich angreifen, mich suchen. Weil so ist es ja, dass ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen gewillt bin, den vielleicht sogar anzugreifen. Wobei der Winkel, muss ich gleich mal schauen. Der eine schießt ja auch noch ganz wild auf mich hier. Irgendwann wird er mich auch sicherlich treffen. So. Da ist noch eine. Ich weiß auch nicht, was das ist. Auch was für ein Schlachtschiff. Hier, Schlacht und Zerstörer. Das ist auch ein Zerstörer. Das hat man ja schon gesehen. Irgendwo war noch was. Das habe ich hier versenkt. Also, es hakt tatsächlich ein bisschen. Von der Performance her. Den. Oh Gott, ich versuche das einfach mal, ob ich ihn so frontal bekomme. So. Eingehakt. Wir wissen ja, es ist die Flower Class. Zeige ich jetzt einfach mal ganz frech wieder. Zack. Wo ist denn sein Mast? Ist das tatsächlich der hier? Oh. Zack, das hätte wie. Cool. Da er steht. Jo. Du wirst einfach mal, ne? Rohr 2, bewässern! Es gibt auch so tolle Mods eigentlich. Also ich finde ja diese, Rohr 2, mit der deutschen Kriegsmusik, oder mit dem großdeutschen Rundfunk, Weltklasse, aber wäre schon der so viel. Ist auf halbem Weg zum Ziel. Aber ich glaube, der wird nichts. Der haut in die Keimmauer rein, oder? Ja. Ah, oh. Glück, mit Glück. Da muss ich schon wirklich viel Glück haben. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Wohl? Ja. 30 Sekunden. So schlecht ist er gar nicht. So schlecht ist das Ding. Ob ich das Ding, das Schiff tatsächlich so versenke frontal, das ist eine andere Sache, aber. Besuch macht. Ah, das, ach ja. Schwere Schäden am Rumpf. Ja. Getroffen habe ich. Sink's hier aber auch. Jo. Da kippt der Mast ins Wasser. Ja, siehst du, das haben wir auch. Dann können wir tatsächlich schon auf den Hafen zurückschippern und mal schauen, was wir noch. Wurst. Unterwegs mal mitnehmen können. Aber tatsächlich werde ich jetzt hier mal rausschippern. Legen Sie den Kurs an. Jawohl.
Doch, das Ding will ich erstmal sehen, wo der jetzt hinfährt. Also, das ist er hier. Der kann alles. Dann fahren wir doch mal. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. So, da ist die Küstenpatrouille. Die ist irgendwie fehlerhaft noch. Sehr wohl, Herr Kaloy. Dann schippen wir mal hier raus. Das ist tatsächlich das Ding. Wird die ganze Zeit da oben herum. Schmeißt er bestimmt lustig Wasserbomben, wenn das mich sieht. Wo ist das denn? Sehe ich das von hier aus? Ja gut, alles klar. Wir fahren einfach mal raus hier aus dem Hafen. Und dann schauen wir gleich, wo wir hinkommen. Ach. Jetzt können wir tatsächlich nicht schnell machen. Ich werde jetzt mal die Fahrt hier erhöhen und er kann mal die Elektromotoren mal anheizen ein bisschen hier. Der macht den Kurs bestimmen. Jetzt ziehen wir einen raus. So. Los geht's. Wir können es tatsächlich nicht schnell machen. Grund dafür ist dieses Schiff, was hier die ganze Zeit jetzt dieses Schnellfahren jetzt komplett unterbindet. Muss ich tatsächlich auf den langsam manuellen Modus zurückgreifen. Das ist doch ein bisschen ätzend gerade, aber ja. Feindliche Flugzeuge auf 3 Uhr. Ja, der will mich jetzt, ne? Warte mal. Der kann mal einen Funk in der Junge. Ja, im letzten Video hatten wir tatsächlich ja, dass ich die Dinger mal abgeschossen habe, dass ich das mal versucht habe. So, dann lass uns mal raus hier. Und dann sind wir gleich raus aus dem Wahnsinn hier. Ja, schade, dass es noch so extrem buggy ist. Damit hätte ich jetzt nun wirklich nicht gerechnet. Aber die Jungs sind ja dabei, die patchen ja fleißig immer. Und dann denke ich mal, dass wir es wieder kurz oder lang auch alles hinbekommen. So, das ist der Vergleich, ne? Große Gruppe von Schiffen. Große, wo hat er denn? Oh, das ist auch immer gut. Kurs setzen. Zu Befehl. So, Flugzeug, geh mal weg. Ich muss mal ein bisschen Sauerstoff tanken hier. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich ahne Böses. Ist er im Tiefflug? Der müsste tatsächlich über mir sein. Ich sehe mich selber nicht. Dann gehe ich mal davon aus, dass er mich auch nicht sieht. Verschwinde mal, Flugzeug, komm. Ist ja wie so eine Hummel, ist das ja. So. Muss tatsächlich gleich mal auftauchen. Das ist ein bisschen doof. Alarm! Auf Gefechtsstation! Der Ventilator läuft, ne? Gut. So, ich muss tatsächlich mal auftauchen. Speicher mal kurz. Eigentlich müsste es ja so auch reichen, um Luft wieder reinzubekommen. Das will ich gleich mal testen. Ja. Wechseln auf Dieselmotor. So, dann machen wir schnell die Ventilator aus. Das ist egal.
Wo war denn hier? Ich glaube, die Gruppe war hier ungefähr, ne? Legen Sie den Kurs an! Sehr wohl, Herr Kaloy. Kommt schon wieder das Ding hier. Ich werde mal was versuchen. Ich habe ja abgespeichert. Ich bin ein cooler Typ. Ich werde versuchen, das Ding runterzuholen. Diesen Bomber jetzt hier. So. Ich brauche erstmal Kaffee hier, komm. Was piept denn hier? Was ist das? Keiner auf dem Handy an, oder? Kapitän? Herr Kaloy? Zu Befehl! So, die müssen fit sein, Jungs, hier ist so. Das Flugzeug kommt. Ich werde das tatsächlich jetzt mal runterholen. Tanks anblasen! Und dann werde ich versuchen, mit den MG. Das Flugzeug gleich abzuballern. Mal schauen, wie es klappt. Und ob es überhaupt klappt. Oh nein. Warte. Ich bin noch nicht so weit. Wo ist das Flugzeug? Das Flugzeug hätte auch eben da sein müssen. Ist das Flugzeug weg? Ich spinne. Wieso sind die MGs nicht besetzt? Ist, sind die besser hier, diese anderen beiden hier? Warte, nur 15 Schuss. Der Sound über diese Mod hört sich doch schon deutlich besser an, finde ich. Erledigt. Schaden repariert. Aber hat da nicht viel Dampf, das Ding, ne? Ne, muss ich tatsächlich den Angriff nehmen. Na gut, er hat das MG jetzt tatsächlich besetzt. Der zweite Pibel. Tatsächlich ist das blockiert hier teilweise. Stört mich das mit dem Kopf ein bisschen gerade. Mit das. Und dann schauen wir doch mal, ob das Ding uns nochmal angreift. Ich hätte mir auch eigentlich gewünscht, dass er sich hier nochmal dreht aktiv hier. Mein Spannmann hier. Erledigt, Schaden repariert. Mal schauen, ob das Ding gleich hier nochmal ankommt hier. Oder ob er noch im Kreis liegt. Schleunig das mal hier. Erledigt, Schaden repariert. Scheinbar noch so ein Kreisflieger hier. Erledigt, Schaden repariert. Jemand ist gestorben. Warte mal, da muss ich aber kurz mal luschen hier. Oh, da kommt die Küstenwache schon. Ich will mal ganz kurz mal schauen hier unten. Herr Kaloy? Ist hier irgendwo ein Verletzter noch? Warte mal. Ist hier irgendwo noch ein Verletzter? Wie Wasser werden hier drin? Noch was gar nichts. Alles Tutti.
So, die kommen wir schon mit Schnellspeed an. Hoffentlich nicht in die Luft. Ne, das sieht gut aus. Da kommt der andere. Oh. Mach sie für Torpedokurs berechnen. Schauen wir, ob wir einfach mal einen Torpedo nach hinten rausjagen können. Ich will jetzt aber gerne mal dieses Flugzeug haben. Und hoffe, dass er jetzt nochmal mich angreift. Und jetzt. Jetzt einfach mal versuchen. Dieses Schnellboot nachher kommt, weil ich weiß, womit das tatsächlich mit den MG kaputt zu schießen. Ich habe es in der Vergangenheit schon mal geschafft. Das Ding ist jetzt tatsächlich in der Reichweite auch. So. Oha, worauf hat der denn geschossen? Ach, er schießt auf das kleine Boot. So, wir schauen mal, wo ist dieses Flugzeug jetzt? Da kommt es. Kommt es da? Das Flugzeug ist da hinten. Hier kommt auch ein Schiff. Das wird jetzt richtig interessant und richtig spaßig, hoffe ich. der Kollege. Kapitän? Hier, der kann mich gleich auf die 8-8er gehen. So. Teilweise. Ah, jetzt geht das ja. Wieder schon nach vorne, alles klar. Das wird richtig spaßig. Einmal zum Austesten hier. Man hat ja sonst keinen Spaß. Aber eigentlich interessiert mich vielmehr dieses Flugzeug. Wo bleibt dieses Flugzeug? Ja, das kann jetzt lustig. Also, ich glaube tatsächlich, wir gehen jetzt unter. Ich habe das Torpedo-Schild gehört. Torpedo habe ich schon gehört. Gut, der macht das schon. Irgendwo ist ein Torpedo hier unterwegs. Den habe ich schon gesehen. Sie sinken. Oh, hier ist er. Er senkt das Ding. Den haben wir. So, jetzt geht's weiter. Das ist der nächste. Kommt tatsächlich ein Torpedo auf mich zu? Das wird jetzt umso härter hier vorne. Die will mich auch gleich irgendwo hier kommen. Aber ich mach das einfach mal, weil es mir Spaß bringt. Müssen wir auch schon was gleich mit der 8-8er sehen. Da sind die Jungs. Weil wir es können. Das ist aber wie auf dem Präsentierteller, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, vielleicht nicht den Torpedo so direkt auf die Nase. Mal schauen. Mach sie fertig. So. Nee, sollst du nach vorne schießen, mein Freund. Immer nach vorne. Das wird böse für mich enden hier. Brennt auch schon. Und?
drehe aber gleich den Torpedo ab. Ja. Boah, scheinbar war nicht alles so schlimm. Wobei. Hier kommt jetzt ein Torpedo. Das ist ja kein Torpedo. Gar nicht so tief in meiner Mähe. Das ist ja doof. Wie aggressiv! Das ist erschreckend. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Alles klar, das kann man sich noch sparen. So, das Ding versinkt jetzt auch hier. Wo ist der andere? Das ist ja abenteuerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich müsste man ganz, wenn man ganz ehrlich ist, so ein Schiff. Was ist das? Das gibt's doch nicht, oder? Leute? Da fahren die Schiffe. Ist jetzt gerade wie so ein alter Ego-Shooter, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. Also ich hätte das ein bisschen anders mir erhofft. Jetzt hängen die beiden aufeinander scheinbar. Die sind tatsächlich nur in Luftkampf sinken. Na gut, dann haben wir die Stil dann auch beendet hier. Hüllenbruch, sie sinken. Oh, da ist ja noch eine. Der fällt bestimmt gleich über mich hier rüber. Das gibt's doch nicht. Das ist doch unglaublich. Und winkt bestimmt hier noch. Okay, alles klar. Komm, den versenken wir jetzt auch und dann war's das. Komm. Also schön ist es nicht, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Alles klar, komm, Abmarsch jetzt hier, Freunde. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Auf Seerohrtiefe gehen. Hüllenbruch, sie sinken. Das ist mir zu abenteuerlich hier. So. Also gut, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich ein bisschen mehr von den Entwicklern bis dato erhofft, also auch wenn das ein Beta-Patch noch ist, aber das sind ja gravierende Dinge, auch wie das Schiff vorhin, was irgendwo hier im Himmel rumflog. Das war schon, das ist schon, auch wenn das Beta ist, sind das gravierende Fehler, muss ich sagen. So, ich stecke dann tatsächlich mal den Kurs nochmal schnell ab. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. Und dann schippen wir hier in unseren Hafen hinein, so. Kurs setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Wir haben es hier. Jo, passt. Auf jeden Fall dort aus diesem Gebiet mal herauskommen hier. Oh ja, warte mal. Wie tief sind wir hier? Den Snorkel ziehen wir mal rein hier. Der Kollege kann mal die Ventilatoren machen. Also es war jetzt tatsächlich nochmal, also in Wirklichkeit würde ich tatsächlich das nicht so spielen, dass ich da versuche, diese Schnellboote kaputt zu schießen. Ich wollte es nochmal testen, wie die sich verhalten. In der Vergangenheit habe ich das tatsächlich mal gemacht mit den Bord-MG, diese Schiffe mal, wenn mal eins kam, zu versenken. Aber ich finde schon abenteuerlich, dass sie da über mich herüberfahren und naja. Gut. Jetzt mal in Ansprüche auch zu hoch mit dem Beta-Patch. ich werde tatsächlich jetzt mal kurz mal hochkommen, um mal ein bisschen Sauerstoff zu tanken.
So, ach, die Wendet haben wir nicht aus. Alles klar, dann passt es auch. Und dann können wir auch Vollgas hier geben. Bestätigt. Der kann man wieder an seinem Funkgerät hocken hier. So, dann ab nach Haus. Vielleicht haben wir ja Glück und treffen noch ein schön großes Schiff. Den Hafen auf jeden Fall gesäubert hier. Weil ich habe ja noch ein paar Torpedos, die wir tatsächlich nochmal in dem Kurs auf diese Koordinaten setzen. In dem Bereich nochmal hineintuggern hier. Warte mal, hier ist immer auch nicht Schiffsverkehr. So. Ich hab doch mal so Sauerstoff reingekommen. Na gut, dann teile ich mal ganz auf hier. Tanz, anblasen! Wechseln auf Dieselmotor. Feindliche Flugzeuge auf. Ja, warte mal. 3 Uhr. Alles gut, mein Freund. So, so, wo ist ein Flugzeug? Ach komm, das Ding holen wir es mal. Er sieht mich ja schon. Er kreist und kreist mich und gleich wird er mich direkt anfliegen, denke ich mal. Darauf warte ich ja. Oder auch nicht. So sieht das besser aus. Okay, alles klar. Dann schippern wir mal hier hoch. Versuchen nochmal ein, zwei Schiffe zu versenken. Jetzt soll ich tatsächlich mal den Kurs hier setzen, dass sie von der Küste wegkommen. Dass sie einen Ticken schneller vorankommen hier. Ach, jetzt sind alle müde. Ja, im Küstengewässer tatsächlich kommt man sehr, sehr schlecht. Da kommt schon das Flugzeug wieder an. Kondensstreifen sagt uns immer, Flugzeug in am Arsch. Ich komme auch nicht voran hier, ne? So, da kommt er. So. Ich habe schon so eine Vorahnung. Feindliche Flugzeuge auf 1 Uhr. Feindliche Flugzeuge auf 1 Uhr, so. Da ist er. So, erstmal ein bisschen schneller laufen lassen. Ach guck mal, jetzt habe ich das tatsächlich, dass beide Peoples hier noch die MGs besetzen. Dann sollte ich das dicke Ding tatsächlich relativ zügig von Himmel runterholen. Ich speichere nochmal. Und dann soll es eigentlich ganz gut klappen gleich, wenn er mal hier vorbei schippert, der Kollege hier. So, wir beschleunigen das mal. Irgendwann wird er mich hier anfliegen hier. Da ist er. Die agieren ja leider nicht, die Jungs. Bist du? Da ist er. Ah, der Funzel hat seine Bomben ja schon abgeschmissen, siehst du. Ab und zu hat man es dann tatsächlich ganz gut gehabt. Ich klicke das Ding nochmal an. So, wo bist du hier? Komm. Dass der auch noch aktiv schießt. Der hat ja auch hier Bewaffnung an den Seiten eigentlich.
Das hatte ich ja mal gehabt, dass der, ich glaube hier vorne ist auch noch ein Bord-MG, meine ich. Dass der aktiv hier auf mich rumgeprasselt, aber das macht er aktuell jetzt nicht. Aber getroffen habe ich das trotzdem, das Ding. Die schießen irgendwie gar nicht. So, jetzt schauen wir mal, wo ist das Ding hier? Da ist er. Schauen wir mal, bis er den nächsten Anflug wagt hier. Schauen wir mal, ob wir ihn von Himmel gleich holen können hier. Kommt er jetzt auf mich zu oder täuscht das nicht? Ich müsste blöd finden, dass die beiden hier nicht schießen, hier meine Co-Schützen eigentlich. Aber ich glaube, dann hätte ich das Ding relativ zügig von Himmel geholt. Aber irgendwie kommt das Flugzeug hier gar nicht mehr an. Da hinten ist ja alles klar. So, da kann man auf die Brücke gehen. Vielleicht sieht er ein Baiten mehr als ich. Nö, der kommt nicht mehr. Der hat keine Lust mehr. So. Die Disziplin kriegen wir auch gleich hin. Ja, muss tatsächlich pennen, er auch hier. Jawohl. Herr Kaloy? Ach ja, Alarm habe ich, gut, alles klar. So, was kann ich da machen? Normale Beleuchtung, das können wir tatsächlich nochmal abwenden. Kapitän, zu Befehl. Jawohl. Eine Alarmbeleuchtung nochmal setzen. Ich glaube tatsächlich. Ja. Das kriegen wir schon hin hier. Herr Kaloy? Die werden ja noch Alarm, ne? Oh. Jawohl. Tatsächlich müssen wir die dann mal die Karte gleich wieder setzen. Sonst verehren wir uns gleich wieder. Hier von so eine Fliege noch angegriffen. Na gut, ich hoffe, dass wir gleich vom Küstengewässer dann hier weg sind, dass wir dann tatsächlich hier nochmal unsere letzten 4-5 Torpedos loswerden. So, jetzt frage ich mich hier, warum die Moral hier so dermaßen im Keller ist. Mannschaftsbelastung hoch. Okay. Tatsächlich mal das Lichtlein hier ausmachen. Mal gucken, ob denn. Ei, ei, Herr Kaloy. Die Musik spielen kann im Radio. Kapitän. Nee, er sagt tatsächlich immer noch Alarm. Warum auch immer wir noch Alarm haben. Die Krise ist aber unter Kontrolle. Ja, gut, immerhin. Ich komme jetzt ja auch nicht weg, ne? Alarm! Auf Gefechtsstation! Wieso? Da ist doch nichts. Ah, jetzt haben wir es. Jetzt können wir raus hier. Mission abgeschlossen. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir ein bisschen Gas geben hier. Den setzen wir wieder ein. So, dann schippen wir trotzdem. Jetzt haben wir die Mission ja schon fertig. Ich speichere nochmal ab. Und dann versuchen wir hier nochmal unsere letzten Torpedos für heute loszuwerden. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Kaloy.
Kondensstreifen. Kondensstreifen sagt mir immer, dass das irgendein blödes Flugzeug ist. Da tauchen wir doch einfach mal ganz kurz ab. Der macht den Horcher hier. Alles klar. Wechseln auf E-Motor! Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Ja, das ist auch super. Ein Geleitzug. Jawohl. So, tatsächlich will ich mal ganz kurz meine Torpedos checken. Also hinten hatte ich noch zwei, das weiß ich. Hier habe ich drei, alles klar. Jo, dann schauen wir noch mal, ob wir die noch bekommen hier, die Jungs. Was ist das wieder? Wechseln auf Dieselmotor! Tanks anblasen! Herr Kaloy? Warum ich das jetzt gemacht habe, fragt sich bestimmt der eine oder andere. Kapitän? Weil ich keine Platten habe für das Sauerstoff. Und wenn ich jetzt mit E-Motor hinterher fahre, wäre ich nachher direkt im Kampf. Legen Sie den Kurs an. Ja, keine Reserve mehr gehabt und wäre dann. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ah, keine Gruppe, alles klar. Abfangkurs berechnen. Jawohl. Ist ein U-Boot. So. Was heißt das denn? Das ist ein U-Boot. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ah, gut. Zu Befehl. Irgendwo müssen noch Schiffe sein für uns. Herr Kaloy. So, mal gucken, wo die Lady Hawkins ist. Ach, da oben. Zu Befehl. U-Boot entdeckt. Koordinaten 52. Okay, alles klar. Das hat die Lady Hawkins gesagt. Oh, Schornstein auch. Das ist doch das, was wir wollten. Alles klar. Auf Seerohrtiefe gehen. Dann schauen wir doch mal, was uns erwartet hier. Ich glaube, die Jungs kommen direkt auf mich zu hier. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Das ist gut. Schiffsschrauben sind ja gut. Abfangkurs berechnen. Ach, guck mal. Alarm! Auf Gefechtsstation! Da nehmen wir den erstmal. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. So, und der kann auch erstmal hier rangehen. Kapitän? Das Ding. Ah ja, siehst du, alles klar. Herr Kaloy? Dann schauen wir noch mal, was wir hier haben. Okay. Der ist schwer bewaffnet. Eine 8-8 am Ende. Zwei MGs. Vorne. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Der Kollege hier. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Oberwaffe. Tatsächlich, wir müssen ihn einschnappen hier. Torpedo ausrichten. Kurs setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ja, was kann der hier? Das ist auch ein normaler. Alles klar. Dann schnappen wir uns die hier, die Jungs.
So, jetzt will ich tatsächlich nochmal so versuchen. Aber ich glaube, ich kriege das nicht hin, ne? Da bin ich zu dusselig jetzt hier auf hoher See. Weil zufällig ist das gar nicht, ne? Aber ich bin auch viel zu weit weg. Torpedokurs berechnen. Bestätigt. Die Kilometer sind ein bisschen weit, glaube ich. So. Kurs auf diese Koordinaten. Ich will es einfach mal versuchen, mal gucken, ob das hinbekomme. Ah, hier haben wir es ja, alles klar. So. Jetzt will ich das tatsächlich mal so machen. Er wird die Torpedos natürlich warm machen. Und er hier hinten geht mal ans Tiefenruder. So. Und jetzt will ich mal schauen, ob ich das aus der laufenden Fahrt mal hinbekomme hier. So, was hat mir gesagt? Das ist so eine. Ist das die Liberty Class? Könnte die Liberty sein, ne? Ich glaube, es ist ja die C3-Klasse. Wo ist die denn? Ja, genau, C3-Klasse. So. Dann, aber ich glaube, ich bin viel zu. Kann man tatsächlich mal höher fahren hier? Ich denke, da ich jetzt im Wellengang richtig rein hier. Kriege durch den Wellengang leider nicht so hinein, wie ich das möchte. Dann mache ich das so. Und dann muss das auch gut sein. Außer es gibt noch irgendwie einen Trick, den ich nicht kenne oder den ich auf dem Zettel habe gerade. So. Ach, guck mal. Ach, schau mal einen an. Das U-Boot hier wurde scheinbar jetzt gerade versenkt. Das wurde getroffen. Woher täuscht das? Das wurde gerade beschossen von diesem C3er hier. Nee, das ist hellgrün und das ist, ich glaube, das wurde tatsächlich versenkt. Nichtsdestotrotz, der Kollege hier braucht immer einen Kaffee. Und dann versenken wir das Ding hier und dann ist auch gut. So. Torpedokurs berechnen. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Ne, macht er nicht. Schneller, schneller! So, wir haben das Ding hier. Abfangkurs mal reinnehmen. Gut, alles klar. Und dann hauen wir den Torpedo mal raus hier. Rohr 1 bewässern! Rohr 1 bewässern! Los! Wobei, es mich ja nicht in Ruhe lässt, bin ich ganz ehrlich. Warum ich den nicht hier reinbekomme? Ist das tatsächlich vom Wellengang so extrem hoch? Da ist er, kommt er noch rein. Mal gucken, ob ich den reinbekomme. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Oh. 30 Sekunden. Ist noch einer, alles klar. Ich versuche gleich mal mit denen. Erstmal warten wir den einen Torpedo ab. Und dann schauen wir mal, ob wir den mal manuell nochmal reingepult bekommen hier. 20 Sekunden. Oder was sind diese C3 überhaupt gefahren? Das sind doch, glaube ich, Hilfskreuzer müssen das gewesen sein, ne? Frachter mit starker Bewaffnung. 10 Sekunden bis Einschlag. Oh, da kommt der Torpedo. Der trifft hinten, ne? Oder? Jo. Schwere Schäden am Rumpf. Oh ja, knallt doch der Mast hier weg. Joko, wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Das Ding brennt runter hier. Sie sinken. Alles klar.
Das Ding haben wir. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. So, jetzt will ich tatsächlich nochmal mein Glück hier ermitteln. Ich finde den Wellengang echt schwer, sage ich jetzt mal, die Schiffe hier reinzubekommen. Da ist er. So. Hat vielleicht bessere Chancen, das so zu reinzubekommen. Boah. Okay, schauen wir mal, alles klar. Jetzt muss ich mal diese Schiffsklasse suchen hier. Das ist doch diese ganz kleinen hier, ne? Empire? Nee. Kleinen hässlichen hier. Liberty ist das nicht. Die hier, diese NR1, genau. Zack. Dann geht's hier weiter. That. Guck mal, das habe ich schon mal hinbekommen. Dann richten sie das Periskop am Anfang und dann bis das am Ende durch ist, ne? So, jetzt muss ich tatsächlich, jetzt sehe ich hier gar nichts. Ich will es mal versuchen, tatsächlich, ob ich das so hinbekomme. Ja, das könnte tatsächlich klappen hier. Oh, ich versuche mal Glück. Rohr 4, bewässern! Mal schauen, wo der Torpedo hingeht. Aber ich glaube, ich mache ganz gute Dinge. Rohr 4, los! So. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Das war schlecht. Das habe ich verkackt. Ich muss auftauchen. Das war zu schlecht. 40 Sekunden. Ich habe keinen Torpedo geritten hat. jetzt ist hier richtig viel los. Ah, ja. So, schnell auftauchen. 30 Sekunden. So, der kann gleich das, der macht das. Alles klar. 20 Sekunden. Dann schnappen wir uns die beiden mit der 8-8, der würde ich sagen. Wechseln auf Dieselmotor. So, zack. 10 Sekunden bis Einschlag. Der Torpedo geht ja sonst wohin, aber nicht wohin soll. Das war ja wirklich schlecht. So. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. So, der muss erstmal hier kurz den Kompressor oder ein bisschen mehr Druck reinbekommen. Und hier kann man hier die Beobachtungsstation werden. So. Dann begleiten wir uns mal unseren Offizier hier nochmal. Warum das Ding immer so nach hinten ausgerichtet ist, weiß ich auch nicht. Würde ich sagen. Legen Sie den Kurs an! Schneller, schneller! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Feindliche Flugzeuge auf 5 Uhr. Ach, shit. Das wird jetzt lustig hier. Also ich finde, mit diesem 128er Patch haben sie jetzt tatsächlich viel mehr Flugzeugverkehr reingebracht. Und dann, teilweise letztes Mal hatte ich tatsächlich auch zwei oder drei Flugzeuge, die mich gleichzeitig angegriffen haben. Der Bug ist immer noch da mit der 8.8er, dass er noch 5 und 6 Schuss immer alles ablockt oder abwirkt, wie man eben gehört hat. So. Feindliche Flugzeuge.
Ich sehe da schon das zweite Flugzeug. So. Herr Kaloy? Das war der, ne? Ja, da bin ich getroffen. Irgendwo war noch ein zweiter unterwegs. Wo ist der? Also was auch noch nicht ist, tatsächlich die beiden mit ihrem G, die ballern hier irgendwie noch immer nicht aktiv. Oh. Wo ist er? Sind alle mich hier gerade geflogen hier? Sind zwei, ne? Alles klar, komm. Das eine erstmal hier schnell fertig. Der andere ist ja irgendwo ein paar Meter vor mir hier, ne? Oh. Ja, der, also ab und zu bricht dieser 8-8er Schuss echt ab. So, das Ding wird auch gleich sinken hier. Schon wieder, ne? Der Kahn geht unter hier. Jetzt schauen wir noch mal hier. Tatsächlich muss ich, glaube ich, obwohl das Ding sinkt auch. Alles klar. Sie gehen unter. Was haben wir denn hier für welche? Das ist ein Jäger. Ach, hier sind wir schön eigentlich. Schöne Ansicht, ne? Hier ist das U-Boot. Alles klar, der greift mich jetzt an. Kapitän? Wo ist er? Schönes Bild hier. Der sinkt jetzt hier, der eine greift mich jetzt hier an. Oh, zwei gleichzeitig. Ich hab ja auch mein Glück bis jetzt, ne? Ah, hier ist wieder eine Luftblase drin. Sinkt auch, ne? Legen Sie den Kurs an. Jo, die sinkt irgendwie auch noch nicht. Obwohl, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Warte mal, das Ding muss ich nochmal zeigen. Das Riesenloch hier. Das ist ja cool. Auf jeden Fall ist dort ja irgendwas reingerissen worden. Gut, so spiegelt das ein bisschen. Hier sieht man das nicht so. Das sieht cool aus. Das ist schon nicht schlecht. So, da kommt wieder ein Flugzeug. Herr Kaloy. Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Ja, tatsächlich mal. Mann, okay. Aber es ist nicht so schlimm. So, Herr Kaloy? Wie sieht's hier aus? Die 8-8, der ist nicht. Oh. Oh! Mein Commander ist gestorben. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Wir gehen auch mal runter jetzt hier. Kapitän? Wir gehen mal runter. Also viel Wasser kriege ich gar nicht hier rein, ne? Das geht noch. Okay, ich würde sagen, wir werden mal Richtung Heimat toggern. Erledigt. Schaden repariert. Sehr wohl, Herr Kaloy. Wenn nochmal drei Schiffe jetzt versenkt und dann soll es das auch gut sein. Sehr so. Wohl, Herr Kaloy. So, alles mal austesten. Alles mal austesten hier. Ja, tatsächlich, mein Offizier ist tot. Krass. Erledigt. Schaden repariert. Der wurde tatsächlich. Auf Seerohrtiefe.
Der wurde tatsächlich vorne, wo an bei der 8-8 der stand, tatsächlich wohl weggefetzt. Krass. Die Motoren sind nicht bemannt. Ja, die machen ein bisschen was heil hier. Erledigt. Schaden repariert. Schaden repariert. 90. Erledigt. Schaden repariert. Genau. Achso, warte mal kurz. Die Motoren sind nicht bemannt. Das schauen wir uns mal an. Kommen wir da nicht rein? Haben sie das dicht gemacht hinten? Ah, alles klar. Hier muss ein bisschen gepumpt werden. Sehr wohl, Herr Kaloy. Okay. Ja, cool. Sehen wir schon, wie das Wasser hier durchläuft. Wie tief bin ich denn hier? Das ist nicht gut. Sehr wohl, Herr Kaloy. Aber die Pumpen schaffen das. Die pumpen mehr ab, als das reinkommt. Das ist schon mal sehr gut. Hey, du sollst jawohl. Pumpen, pumpen, pumpen. Ich bin auf Grund gelaufen, sehe ich gerade. Ich liege mit dem Schiff auf Grund. Okay. Das ist übel. Das ist übel. Da müssen wir tatsächlich mal warten, bis alles heil ist hier. Und wir hinten rein können hier. Können wir den Kompressor nochmal anschalten. Der macht das schon sauber alles. Das schaffen wir. Also ich muss sagen, ich spiele nicht immer so. Normal spiele ich mal sehr bedacht, dass ich ziemlich wenig Beinkontakt habe, beziehungsweise dass ich effektiv meine Schiffe versenke. Aber ich wollte heute mal das eine oder andere mal tatsächlich mal testen, wie weit diese Fehler noch im Spiel tatsächlich drin sind. Und ja. Leider sind sie doch noch sehr... Das Spiel teilweise sehr buggy noch. Ich komme auch gar nicht mehr hoch, ne? Ich sitze auf dem Grund fest. 80. 60. 40. Ah, ich komme wieder hoch. 20 Meter. So. Das sieht gut aus. Wir sind wieder back in business. Wasser kriegen wir auch langsam raus. Alles klar, so. Feindliche Flugzeuge auf. Oh, nö. 3 Uhr. Ich will keine Flugzeuge mehr. Die haben so viel kaputt gemacht schon. Auf Seerohr 30. Auf Seerohr. Jo, komm, ab nach Hause jetzt hier. Mast über den Horizont, das hört sich auch schön. Aber dafür habe ich keinen Dampf mehr jetzt. Dafür ist mein Schiff zu schwer beschädigt. Wir haben noch so viel Wasser hier drin. Aber das ist mir egal, ne? Oh, nee. Bimmelt er jetzt? Flugzeug nur? Muss tatsächlich bald mal auftauchen. Also ich weiß jetzt, oh, warte mal, tatsächlich muss ich jetzt auftauchen. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, muss ich ehrlich sagen,
warum das Spiel heute so buggy jetzt teilweise war. Also, dass er tatsächlich, wer jetzt eingeschaltet hat oder sich das später anschaut, warum Schiffe teilweise in der Luft waren, bei den Schnellbooten, im Hafen von Portsmouth hatten wir das ja ganz stark. Ja, keine Ahnung. Und teilweise war es auch ein bisschen laggy. Also ich kann mir vorstellen, tatsächlich... was haben wir hier noch? Ich habe nichts mehr. Ich muss auch jetzt eigentlich mal Richtung Heimat. Ich pfeife da echt schon aus dem letzten Jahr. Hier auch überhaupt keine Torpedos mehr, ne? Herr Kaloy? Jawohl. Doch, einen noch. Und hinten noch, auch noch einen, meine ich. Na gut, vielleicht haben wir gleich noch eine Gruppe. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was auf uns kommt. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich mein, mich selber verloren. Beim Bombenangriff ist mein Offizier getötet. Der stand vorne bei der 8-8er. Und den hat es richtig erwischt. Inklusive zwei Matrosen. Sie mir richtig erwischt, die Jungs, so, aber richtig. Ist dunkel, ne? Ja. Im Hellen will ich mir tatsächlich gleich mal anschauen. Aber ich glaube, das sieht man auch ganz gut jetzt hier schon, die dunklen Stellen. Das ist tatsächlich dort. Ist die 8-8er kaputt? Das zeigt das auch an, nee, ne? Nee, die zeigen. Das wäre noch cool. Ich weiß auch nicht, warum die immer nach hinten gerichtet ist. Das hat er auch ganz oft. Cool wäre es tatsächlich, dadurch, dass ja mein Kommandant hier bei der 8-8, der bei einem Bombenangriff getötet worden ist, wenn das Ding tatsächlich auch kaputt wäre, dauerhaft, und ich das nicht benutzen könnte. Ich glaube, das wäre zu realistisch letztendlich. Jawohl, Herr Kaloy. So. Dann schauen wir mal, dass wir am helllichen Tag ankommen, damit wir langsame Fahrt nehmen. So. Schade, ich wäre gern, sehr gerne tagsüber reingekommen in den Hafen, um mir die Schäden nochmal genau anzuschauen. Mal schauen, ab 4 Uhr ist es eigentlich so ein bisschen hell. Schaffen wir gar nicht mehr, ne? Ei, ei, Herr Kaloy. Genau, jetzt will ich ja hier an den Hafen eigentlich ran. So, ich sag mal, ich will. Jawohl. Schön wäre es auf. Ich könnte auch tatsächlich hier. Also, er nimmt tatsächlich sehr gut den Kurs, wenn ich jetzt hier rein will. Das ist ein Pfadfinder-System, das ist echt super. Das ist wirklich. Jawohl. So. Aber hier sieht man es jetzt tatsächlich von dem Bombenangriff hier hinten, den schwarzen Fleck. Ist ganz gut getroffen worden bin. So, jetzt schippern wir mal in den Hafen rein und dann schauen wir mal, was er vom BDU sagt zu unserer Mission. Was ist das denn nochmal? Seewolf! Zumindest einer unserer Seeleute hat sich als Seewolf erwiesen. Er ist ein echter Stoiker. Der alle Herausforderungen mit Würde meistert. Der Rückgang der Disziplin zeigt bei ihm keine Wirkung. Erik Luther. Ja. Nicht schlecht, Erik. So. Die will ich tatsächlich mal. Was lustig ist. Den Scheinwerfer machen. Ah, siehst du.
das Ding auch mal angemacht hier. So, jetzt wieder mal reinschippern hier. Cool würde ich das auch finden, wenn man mal angegriffen wird im eigenen Hafen. Oh, das sind vielleicht zu viele Wunschgedanken, die man hat. Also zu viele Wünsche. Joko, einen wunderschönen guten Abend. Dafür, dass ich so viel Schaden gefressen habe, mein leitenden Offizier noch verloren habe. Ohne Kommandanten kann das Boot nicht auslaufen. Wählen Sie im Charakterbildschirm einen Ihrer Offizier aus und befördern ihn zum Kommandanten. Jo, wie gesagt, mein Kommandant wurde leider Kapitän beim Bombenangriff getötet. So, und nun wird er zum Wachoffizier. Ist das der Wachoffizier dann? Ach ne, siehst du, den kann ich so. Oh, siehst du. Schnickig sieht er aus, ne? Schnickig. Herr Kaloy? So, warte mal. Doch, was er. Alles klar. Und da wollen wir hin. Beim BDU wird viel über Ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Sehr gut. Klaus Hagenau erhält Punkte. Genau, das ist jetzt mein neuer Commander. Mein anderen haben wir ja leider verloren in der Schlacht. So, jetzt bin ich halt gespannt, was habe ich alles zerstört hier. Wir sind 6 Tage auf See. Bisschen Bodugas der Tonne aufgesenkt. Hans Becker haben wir hinzugewonnen von unserem Team. 40.000 Reichsmark. So, genau. Einen von den neuen Zerstörern haben tatsächlich von dieser E-Klasse haben wir versenkt im Hafen von Portsmouth. Eine Korvette. Noch 2 Korvetten. Noch eine Korvette. Ein paar Schnellboote waren auch dabei. C3-Frachter hatten wir auf dem Rückweg versenkt und die beiden anderen Frachter auch, genau. In direkter Umgebung zum Hafen unentdeckt zu bleiben, das haben wir tatsächlich nicht. Da haben uns die Zerstörer in Angriff genommen, tatsächlich. Und wir wurden tatsächlich ganz oft vom Flugzeug angegriffen. Das war mit dem aktuellen Patch B127 ist es nicht so. Hier ist es tatsächlich jetzt verstärkt mit dem 128er Beta-Patch. Finde ich gut, persönlich. Okay, so. Ich werde jetzt tatsächlich erstmal den Urlaub nehmen hier. Warte mal, auch nicht, warte mal, Gefälligkeiten. Irgendwie kann ich das auch noch nicht hin, weil bei mir, doch, da oben ist was. Jetzt kann ich tatsächlich 7 Offiziere rein, das ist ganz gut. So, Hauptquartier haben wir, jetzt machen wir tatsächlich erstmal Urlaub. Es ist erst in einem Tag. Verfügbar. Dann schauen wir das tatsächlich mal, was der BDU für uns an Aufträge hat für den nächsten Stream. Wir können hier ein bisschen rumschippern. Wo ist das denn überhaupt? Nordatlantik, okay. Jo, aber da ist nichts Tolles. So, Verlegung Richtung Bergen. Die T3 werden ins eingeladen. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Aber dann oben aus vom Bergen aus operieren. Gut, dann haben wir tatsächlich das hier als Einsatzgebiet, die Ecke und Gapafo heißt das, glaube ich.
Oder wir schippern wieder dort rein. Aber ich war da schon, ne? Das reizt mich eigentlich weniger, die Mission. Wobei. Man kann tatsächlich den blöden Hafen tatsächlich diesmal nur die zwei Schiffe da versenken, wieder rausschippern. Und dann tatsächlich mal in den oberen Bereich arbeiten. Oben bergen, das reizt mich tatsächlich ganz wenig. Wenn man da den Bereich hat, da ist echt wenig los. Wobei. Ich weiß nicht. Ist jetzt auch zum Glück noch nicht aktuell. Das können wir uns auch im nächsten Stream alles überlegen. Ich werde tatsächlich schnell mal das Schiff beladen. Und dann werde ich den Jungs nochmal Landurlaub geben und dann werde ich tatsächlich meine Forschung vorantreiben nochmal hier. So, Munition, Deckgeschoss. Das haben wir auch nicht geschrubbert hier. So, das hat wieder Treibstoff hier. Und Torpedos. Wo hat nur T1er hier? Dort, T2er. Ach, doch egal, die nehmen wir trotzdem. Die machen auch Schaden. So. Damit können wir auch Schaden machen. Ja, guck mal, hier sieht man schön den Schaden von unserem Angriff. Oh, hier ist es schon wieder Nacht. Das ist ja blöd. Beim BDU wird viel über ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Mannschaftsausbildung. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Achso, das ist dieses Tutorial, ne? Alles klar, ja. Okay. Das brauchen wir tatsächlich nicht. Beim BDU wird dies sind die heutigen nein, Befehle wollte ich nicht. Ich wollte Landurlaub haben. Entschuldigt. Landurlaub, wo war das? Da war das. Dann wollen wir hier oben. Deutsches Alpenresort. Die offizielle Residenz von Adolf Hitler, dem Berghof. Okay, alles klar. Einige Glückliche hatten hier die Gelegenheit, den Führer zu treffen. Na. So. Tatsächlich, wenn wir den Schnorchel haben, der Schnorchel ermöglicht uns ja wirklich dauerhaftes Unterwasserbleiben, weil wir dann mit Dieselmotor unter Wasser fahren können. Das ist eigentlich cool. Das ist eigentlich das, was ich wollte. Die können wir auch gleich einbauen. Nochmal so. Jetzt möchte ich tatsächlich die T3er. Die möchte ich gern haben. Und das macht dann unser Money. Dann haben wir es, ne? Ja, mal ein paar Torpedos reinknallen. Okay, ausrüsten müssen wir auch nochmal. Was hat mir jetzt genommen hier? Was war das? Schnorchler, den hat er automatisch drin, den müssen wir nicht einsetzen. Schau mal. Ich schau mal so. Ach hier, Kaffee. Den nehmen wir mit und Torpedos. Der hat tatsächlich ganz wenig T2 weiter, ne? Ah, so, jetzt sind wir am Tage. So, jetzt können wir uns mal die Schäden von der letzten Fahrt nochmal anschauen. Hier ist tatsächlich nichts. Hier ist aber mein Commander draufgegangen. Und hier sind die Schäden vom letzten Bombenangriff. Dag Putzig, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ja, tatsächlich, hier hat uns die Fliegerbombe getroffen. Da sieht man immer noch den Schaden. Auch nicht unerheblich gerade, ne? Ja, mein Commander ist tot. Tatsächlich, ich muss einen neuen Commander mir, beziehungsweise einen neuen Offizier muss ich mir besorgen hier. Und neue Truppen. Genau. Hoffmann. Komischer Vogel will ich nicht haben. Er putzt seine Schuhe. Ein geborener Soldat. Dieter. Genau. Dieter. Peter. Peter nehmen wir auch mit. So. Jetzt wollen wir hier schauen. Ich brauche tatsächlich neue Offiziere. Den nehme ich mit. Aber ich kann nicht noch Funker mitnehmen, ne? Ja gut, komm. 6 Plätze frei, 6 Leute nicht mit. Den haben wir, den Seewolf.
So. Das haben wir, das haben wir. Jetzt will ich mal tatsächlich mal schauen. Ne, warte mal. Was anders machen hier? So viele Funker, aber die brauche ich eigentlich gar nicht. Die kann ich doch auch befördern, ne? Oder... Ich mach das anders, warte mal. Ich mach das anders. Ich kann tatsächlich einen Mannschaftler doch befördern. So. Und den möchte ich haben zum Befehlshaber. Nein! Ich brauche einen Ansehenspunkt. Ich brauche einen Ansehenspunkt, aber das will ich tatsächlich machen beim nächsten Mal, weil mir fehlt mich tatsächlich noch ein Befehlshaber. Ich habe nur einen. Der letzte ist draufgegangen. Jo. Aber ich denke mal, ich habe alles dann. Dann bin ich tatsächlich, meine Lieben, für heute hier fertig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe es heute tatsächlich ein bisschen intensiver mal getestet. Also auch mal den Luftkampf versucht und mal schauen, wie die Schnellboote reagieren. Das war tatsächlich teilweise sehr backig. Also das eine Schnellboot flog hier tatsächlich mitten in der Luft, wo ich im Hafen von Portsmouth war. Das war sehr abenteuerlich. Flugzeuge sind schön aggressiv. Das finde ich sehr gut, muss ich sagen. Tauchen teilweise auch schon zu zweit jetzt auf. Haben wir auch schon ordentlich Schaden gemacht und mein Kommando, das war ich, gekillt. Das fand ich persönlich sehr positiv und sehr gut. Was ich ein bisschen komisch fand, war nachher, wo die Schnellboote mich angegriffen haben, die 6 Stück, die ich glaube ich sogar tatsächlich alle besiegt hatte, weil ich das mal austesten wollte, ob ich sie mit einem MG besiegen kann, etc. Die sind dann teilweise hier rüber gefahren und auf mich zugesteuert und hier rüber. Das fand ich komisch. Zwar mit Widerstand hat man gemerkt, dass sie dann über mich herüber wollten irgendwie und sind auch rüber gekommen, aber das war tatsächlich sehr, sehr schlecht. Auch wo sie mich im Hafen die Patrouille gefahren sind, sind die an der Küste längs geglittert, geschlibbert, keine Ahnung, wie ich das hier schimpfen soll. Das fand ich auch nicht gut. Gut, es ist eine Beta. Es wird, denke ich mal, früher oder später verbessert werden. Ja. Nächstes Mal spielen wir tatsächlich wieder den Patch. Ich habe heute 2 Mods laufen gehabt. Es ging, ab und zu hat das Mission geruckelt, Performance-Einbrüche, aber ich werde es trotzdem weiter behalten und hoffe auch, dass das nächste Mal dieser Diesel-Mod läuft hier und der ein oder andere Mod. Ja, dann verabschiede ich mich für heute Abend. Kann sein tatsächlich, dass ich nachher nochmal online komme. Ich muss mich noch was runterladen, wenn das nicht so spät wird. Ansonsten bin ich morgen früh wieder online. Mal gucken, was ich denn da zocke. Mit 2-3 Stündchen wieder und denke mal auch jetzt in der Woche noch mal 1-2 Mal abends. Genaue Termine gebe ich in Discord bekannt oder auf meinem Twitch-Kanal. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Gehabt euch wohl. Bis dann. Ciao.